Kinderkäse und Kunstflügel. Die Fattoria Corsano e Paterno Pancrazio. Die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg. Die Bartgeier-Freisetzung im Stelvio Nationalpark. Tells Geschoss. Süße Kunstwerke im Ortsmuseum von Küsnacht. Und gleich zu Beginn das Dorf für Kinder. Jeden Mittag holen Merve und Meltem in der Dorfküche das Essen und bringen es zu ihrer Familie auf Zeit. Ins Haus Ararat im Kinderdorf Pestalozzi im Appenzell. In dieser Wohngemeinschaft leben die beiden Mädchen zusammen mit 5 anderen türkischen und kurdischen Kindern und ihren Betreuern. Unter dem Motto »Bauen wir eine Welt, in der Kinder leben können« und angesichts der Schrecken des Zweiten Weltkrieges entwarf der Philosoph Walter Robert Corti dieses Dorf und ließ es 1946 mit privatem und gesammeltem Geld und unter großem publizistischem Interesse errichten. Junge Menschen aus vielen europäischen Ländern helfen beim Bau des Kinderdorfes Pestalozzi bei Trogen im Kanton Appenzell. Die freiwilligen jungen Bauleute arbeiten ohne jede Entschädigung. Ihr Werk dient den europäischen Kriegsweisen, die in diesem anmutigen, im Stil der Gegend erbauten Dorf ein Heim finden sollen. Dieses Dorf nahm zu Beginn Kinder aus europäischen Kriegsgebieten auf. Waisenkinder meistens. Sie verbrachten ihre Kindheit und Jugend hier und kehrten dann in ihre Heimat zurück, ausgerüstet mit einem guten Verständnis für andere Kulturen. »1960 kamen die ersten außereuropäischen Kinder aus dem Tibet. Später aus Südkorea, Tunesien, Äthiopien, Vietnam. Kinder gleicher Herkunft lebten auch damals zusammen in einem Haus, um Bräuche, Kultur und Religion pflegen zu können. 200 lebten jeweils im Dorf. Heute sind es noch 45. Kinder aus ausländischen Kulturen, die bereits in der Schweiz wohnen, aber die kein genügendes soziales Netz haben. Etwa unbegleitete Flüchtlinge, Kinder aus gescheiterten Adoptionen oder multikulturellen Ehen. Ziel ist eine bikulturelle Erziehung und Integration. Man sollte die eigene und die fremde Kultur kennen, verstehen und respektieren. Dies als sehr wichtige Voraussetzungen für die gesamte Integration. Das fängt an bei den Sprachkenntnissen, das fängt an bei der schulischen Bildung, das führt dann zu einer Berufsausbildung, zu einem beruflichen Auskommen, um eine Gesamtintegration in die Gesellschaft schaffen zu können. Kinder mit einem sprachlichen Defizit gehen intern zur Schule. Etwa Ulaş aus der Türkei und Abdi aus Somalia. Das Unterrichtsmaterial ist eigens für multikulturelle Klassen zusammengestellt. Später, wenn sie gut Deutsch sprechen, werden die beiden im Dorf Trogen die Schule besuchen. Es gibt auch Ausbildungsmöglichkeiten, etwa eine Vorlehre in der Malerei für Jugendliche, die wegen einer mangelnden Schulbildung noch keine Lehre beginnen können. Als Einstieg ins Berufsleben. Es ist ein bisschen anders als dort, wo ich wohne. Überall Kühe und weiß nicht was. Aber so von den Jugendlichen her im Haus ist es noch recht lustig und wir unternehmen auch noch viel. Auch im Dorf sind Lehrlinge aus Kroatien. Für ein halbes Jahr lernen sie an Arbeitsplätzen in der Umgebung die Mechanismen einer guten Ausbildung kennen. Seit den 80er Jahren betreut das Pestalozzi-Dorf aber auch viele Projekte für Kinder und Jugendliche in der dritten Welt. Weil wir denken, dass mit Arbeiten und Projekten vor Ort wir eine viel größere Breitenwirkung entwickeln können. Wir betreuen heute im Ausland gegen 50.000 Kinder. Das wäre mit einem Konzept, diese Kinder in die Schweiz zu holen, nie in diesem Ausmaß möglich. In den Wohngemeinschaften geht es zu und her, wie bei den meisten zu Hause. Es wird gelernt für die Schule, das Abendessen gerichtet, gespielt. 15 Kinder pro Haus wie früher, das wäre nicht mehr möglich. Heute bekommt jedes Kind sein Zimmer. Geblieben ist die sorgfältige Betreuung. Alle 14 Tage gehen sie nach Hause. Im Pestalozzi-Dorf bleiben sie so lange, bis sich zu Hause die Situation verändert hat oder bis sie außerhalb eine Lehrstelle oder eine Arbeit gefunden haben. Am Saleh Mulugeta ist vor 27 Jahren hierher gekommen, aus Äthiopien, als Hausmutter.
Heute ist sie verantwortlich für die Presse und die vielen anderen etwa 1000 Menschen, die jährlich im Dorf leben. Straßenkinder aus Palermo, Erholungsbedürftige aus Tschernobyl oder Asylsuchende aus dem Kosovo. Wenn sie lernen, miteinander umgehen zu können und vor allem gegenseitig Respekt und Akzeptanz haben, dann ist für mich der Friede. Das heißt, sie haben den gleichen Recht, Gleichberechtigung, sie haben Mitbestimmung. Und wenn das geschaffen ist, es ist eine Basis für den Frieden. Friedensarbeit seit über 50 Jahren auf einem Hügel des Appenzellerlandes. Eine kleine Oase für die Entwicklung der Eigenständigkeit jedes Einzelnen und des multikulturellen Miteinanders. Ein Schweizer Beitrag zur hohen italienischen Käsekunst. Fattoria Corzano e Paterno in den Hügeln von San Pancrazio in der Nähe von Florenz. Mitwirkende 500 sardische Milchschafe und ein junger Käser, übrigens schweizerisch-italienischer Doppelbürger, mit einem ebenso ehrgeizigen wie erfolgreichen Projekt. Der Synthese von Tradition und Forschung in der Herstellung hochwertiger Hart- und Weichkäse. Im Repertoire des Tilo Gelbke, außer Ricotta, frischem und gelagertem Pecorino und anderen Spezialitäten, der Blue, ein Blaukäse und höchst delikater Verwandter des Roquefort. Und der Buccia di Rospo, Krötenhaut, dessen Name nicht vom Hochgenuss abhalten sollte. Um den Pecorino sehr cremig zu haben, braucht es keine Kanten, weil es dann mit der Dehnung während der Ausfertigung kann es aufreißen. Deswegen haben sie schon im Mittelalter Marzolini gemacht. Das ist so eine Riesenseifeform etwa. Und das machen wir noch weiter, so praktisch in derselben Form. Die Theorie ist ganz einfach diese. Desto kleiner man die Koagulation schneidet, desto härter wird der Käse dann sein. Und heute werden wir sie sehr klein schneiden und auch sehr lange gemischt, so dass die Körner sehr hart werden, weil wir Blauschimmelkäse machen und wir brauchen einen Käse, der nicht allzu geschlossen ist, so dass der Blauschimmel innen drin sich rumreißen kann in der Form. Hauptsächlich gibt es drei Schimmel. Die weiße, das ist Penicillium candidum, der schmeckt nach Nuss oder Haselnuss. Dann gibt es die blaue und die grüne, sind normalerweise Penicillium roqueforti. Und die schmecken so sehr stark, kräftig. Und dann gibt es die graue, die nach Schimmel schmeckt. Aber die ist noch sehr hilfreich, weil sie einen von der Trockenheit von außen den Käse sehr gut bewahrt. Wir haben sehr viele Käse, die eine sehr hohe Feuchtigkeit innen haben und das wird vom Schimmel gehalten auf längere Zeit. Hier kommen die fehlerhaften Käse hinein. Ob man sie auch verkaufen kann? Ja, sicher. Und selber essen vor allem. Normalerweise handelt es sich um Schönheitsfehler. Das hier ist ein Buccia di Rospo, nach etwa 4 Monaten Lagerung. Ohne Frage etwas ganz Besonderes. Man muss den Leuten wieder beibringen, mit Käse umzugehen. Und eine der Fragen, die mir immer gestellt werden, wo soll ich das Käse halten? Dann sage ich immer, in einen feuchten Keller, wenn sie einen haben. Und da hat natürlich fast keiner einen. Dann sagen sie, wieso nicht in den Eischrank? Jawohl, kann man schon, aber dann in einen nassen Tuch eingewickelt und mit dem Gemüse ganz unten, wo es am wärmsten ist im Eischrank. Kälte ist aromahemmend. So fabelhaft wie allerbeste Ricotta. No, ti capisco. Cioè, poi il Marzolino è quello che ti fa rincontrare il pecorino
Jedes Jahr im März kommt die Zeit des Marzolino. Zuerst kommt die Woche mit dem neuen Öl, dann kommt der Märzenkäse, der neue Pecorino. Marksteine im Zyklus eines Jahres. Die meisten Weichkäse sind ausgestorben, weil die Großdistribution sie nicht verarbeiten konnte. Man kann sie nicht lange lagern, ohne sie schlechter zu machen. Kälte ist an und für sich für jeden Aroma im Käse sehr schlecht. Ich lagere meine Käse um die 12, 13 Grad, während Industriekäse um 7, 8 Grad gelagert werden. Ganz außerordentlich. Den nehmen wir mit zu unserem Imbiss. La differenza tra il mio blu e Roquefort, si diceva, è la quantità di muffe e la salatura. Der Unterschied zwischen meinem Blue, dem Blaukäse, und einem Roquefort hat in erster Linie mit der Schimmelpilzmenge und der Methode des Salzens zu tun. Ich verwende zwar die gleichen Schimmelpilze, die man auch im Gorgonzola, Roquefort, Cabrales und Stilton findet. Wir perforieren den Käse, verzichten aber auf die Zugabe von Bakterien, die die Ausbreitung des Schimmelpilzes im Käseinneren begünstigen. Bei meiner Methode verbreitet sich der Pilz weniger, was den Käse cremiger macht und den Roquefort-Geschmack zurückbindet. Auch nach längerer Lagerung schmeckt der Blue hauptsächlich nach Milch. Ich denke nicht, dass man noch neue Käse erfinden kann. Doch man kann den Umgang mit der Milch immer weiter verfeinern. Dann passieren auch mal Fehler, aus denen man jedoch lernen kann. Und nicht zuletzt heißt es, das Erreichte immer weiterentwickeln, forschen. Die größte Stromzentrale Europas. In der Schweiz. Das Spannende an diesem Geschäft ist sicher, dass mal keiner weiß, was eine Kilowattstunde ist. Man kann sie nicht anfassen. Es ist ein Produkt, bei dem man sich tatsächlich viele Gedanken machen muss, um überhaupt zu begreifen, wozu es dient. Trotzdem braucht man es den ganzen Tag. Man kann nicht ohne Licht arbeiten, der Computer funktioniert nicht. Und dadurch, dass es nicht lagerbar ist und dass es an Leitungen gebunden ist, macht, dass es das gewisse Etwas hat. Im nördlichsten Zipfel des Kantons Aargau, hart an der deutschen Grenze und etwas außerhalb des malerischen Städtchens Laufenburg, treffen Hochspannungsleitungen aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Strom aus ganz Europa wird hier transformiert, weiter- oder umgeleitet, auf- und umgeschaltet. Während der letzten 50 Jahre entwickelte sich die Anlage der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg, EGL, zur größten Schaltzentrale Europas. So entstand hier auch die erste internationale Strombörse. Elektrizitätsgesellschaften bieten seit Jahrzehnten ihre Überschüsse auf dem sogenannten Spotmarkt an. Dass dieses Zentrum gerade in der Schweiz entstanden ist, hat gute Gründe. Dadurch, dass wir Speicherkraftwerke haben und auch Pumpspeicherkraftwerke, haben wir die Möglichkeit, wirklich auf Nachfrage Strom zu produzieren oder zum Teil auch Strom einzukaufen. Diese Flexibilität, die natürlich aus der Nichtlagerbarkeit des Stroms herrührt, ist natürlich im Markt sehr gefragt. Und so hat sich die Schweiz dann auch wirklich als das Land der europäischen Stromhändler entwickelt. Bis heute versorgen große regionale Monopolproduzenten Europa mit Strom. Dies ist nun bald vorbei. Mit der Liberalisierung des Strommarkts gewinnt die flexible Wasserkraft zusätzlich an Bedeutung. Wer seine Produktion nach Angebot und Nachfrage ausrichten kann, ist besser dran als Produzenten, die ihren Strom thermisch gewinnen. Gas- und Kohlekraftwerke zum Beispiel, wie diese Anlage in Ostböhmen, sind schwer regulierbar. Gleich wie auch Atomkraftwerke, die nur effizient sind, wenn sie regelmäßig Strom ans Netz abgeben können. Konkurrenz gibt es in Zukunft auch zwischen Groß- und Kleinbetrieben,
bis hin zu einzelnen Stadtwerken. Wenn ich heute Brot kaufen möchte, da kann ich mir meinen Bäcker selbst aussuchen. Ich finde, im Strom sollte das genau gleich funktionieren. Das zweite Vorteil, den ich sehe, ist, dass für Schweizer Kraftwerksbetreiber, die eine große Flexibilität haben, sich dort in einem liberalisierten Markt Chancen ergeben. Als Nachteile würde ich werten, dass Stadtwerke, die heute mit Stromhandel Geld verdient haben, das in Zukunft nicht mehr so werden tun können, weil auf der einen Seite ihnen Kunden weglaufen werden und auf der anderen Seite, weil das Preisgefüge sich Richtung runter verschieben wird. Von diesem Schaltraum aus wird der Stromtransport reguliert. Hier ist dennoch augenfällig, dass sich Europas Strommarkt zurzeit im Umbau befindet. Vertrieb und Verteilung für das Gebiet des Europäischen Stromverbunds gehörten bisher zum Pflichtenheft der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg. Um den neuen Anforderungen des freien Handels gerecht zu werden, läuft dieser Netzbetrieb künftig über eine eigene Gesellschaft. Per Mausklick führt der Operateur aus, was die Händler im Handelsraum der EGL oder künftig an den neuen Strombörsen beschließen. Er hat denn auch die Übersicht über Richtung und Stärke des Stromflusses von und nach Laufenburg und durch ganz Europa. Von der Nordsee bis nach Süditalien und Portugal und vom Atlantik ostwärts bis nach Slowenien. Der ganze Markt krempelt sich im Moment um und ich denke, die Strombörsen, die jetzt kommen, sind nur ein Aspekt davon. Für einen Händler wie die EGL ist das ein zusätzlicher Absatzkanal oder auch eine zusätzliche Quelle. Auf der anderen Seite erlaubt uns eine Börse auch, gewisse Preisrisiken abzusichern. Noch weiß man wenig über die künftige Entwicklung des Strommarkts. Doch feststeht, auch in Zukunft läuft nichts ohne die Verteilzentrale von Laufenburg. Die Flugshow der Bartgeier im Barteltal. Der Stallwieshof liegt knapp 2000 Meter hoch über dem Barteltal im Finchgau, Südtirol. Hier parken seit diesem Jahr auffallend viele Autos. Und das nicht nur, weil der Gutsbesitzer in seinem Bauernhof auch ein kleines Bergrestaurant betreibt. Vom Stallwieshof ist es nur eine Stunde zu Fuß bis zu dem Ort, wo im Frühjahr zwei junge Bartgeier freigesetzt wurden. Alois Karner, der Parkdirektor, und Schaschper Buchli, ein Wildbiologe aus Zernetz, sind sozusagen die Väter dieser ersten Bartgeier-Freisetzung im Stelvio-Nationalpark. Seit 4 Wochen ist Interreg Flügge, die nur wenige Tage jüngere Resia, gar erst seit wenigen Tagen, rund 4 Monate alt und ohne Anleitung von Eltern. Schaschper Buchli ist seit der ersten Bartgeier-Freisetzung im Schweizerischen Nationalpark 1991 in das Projekt involviert. Und Alois Karner hat im Stelvio-Nationalpark, der etwas schwerfällig strukturiert ist, seit seinem Amtsantritt 1997 einiges in Bewegung gesetzt. Dass die beiden jungen Bartgeier jetzt auch im Martelltal zur Freude der Bevölkerung dort ihre Runden ziehen, haben aber nicht die Menschen, sondern die Vögel selbst veranlasst. Die Initiative kommt von den Bartgeiern. Die sind über die Grenzen geflogen und wir mussten nachziehen. Und so hat es sich ergeben, dass wir mit dem Parco Nazionale dello Stelvio zusammengearbeitet haben. Und so tragen jetzt die beiden 5 Monate alten Jungvögel, die sich gerne zusammen in den Düften vergnügen, symbolträchtige Namen, die die grenzüberschreitende Verbundenheit der beiden Parks ausdrücken. Interreg, das mutmaßliche Männchen, Resia, das Weibchen. Also es ging einmal darum, die Bevölkerung auch in diesem Raum aufzuklären, damit wir die Meldungen aus diesem Gebiet bekommen. Und da ergab es sich eigentlich von selber, dass wir, die wir das schon seit 1991 machen, ihnen zu Hilfe kommen. Und sie haben unsere Hilfe gerne angenommen und wir sind sehr gerne zu Hilfe gekommen. Und wir waren natürlich froh,
dass wir bei der ganzen Sache jemanden hatten, der schon auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen kann, selbstverständlich. Nun haben nach anfänglicher Skepsis die Bartgeier auch hier eine kleine Euphorie ausgelöst. Und aus der interregionalen Zusammenarbeit ist längst Freundschaft geworden. Die beiden aneinandergrenzenden Nationalparks unterhielten zwar schon länger rege Kontakte, aber institutionalisiert wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erst 1999, als es darum ging, auch südlich des Schweizerischen Nationalparks Bartgeier freizusetzen. Für den ersten schönen Tag. Und nun fliegen sie also. Lämmergeier hießen die Bartgeier früher im Volksmund, denn sie wurden ausgerottet, weil sie angeblich den Bauern die Jungschafe stahlen. Inzwischen weiß man, dass Bartgeier nur Aas fressen und sich sogar vorwiegend von Knochen verendeter Tiere ernähren. Keine Spur von Aggression gegen Schafe. Fliegen können die Jungvögel auf Anhieb. Mit der Landung ist das aber so eine Sache. Das müssen sie lernen. Interreg versucht, auf dem kleinen Vorsprung vor der Höhle zu landen, wo er ausgesetzt wurde. Aber die Landung misslingt. Viel zu hoch der Anflug, viel zu stark der Aufwind. Also ein zweiter Anlauf. Vorsichtig von weiter unten, denn er hat schon leidvolle Erfahrungen gemacht. In den ersten Flugtagen hat er sich einige Male den Kopf bös angeschlagen und ist heruntergepurzelt. Fast. Der Aufwind ist immer noch zu stark. Aber unter den kritischen Blicken seiner Ziehväter schafft er es dann doch. Der Geier ist gelandet. Die Armbrust mit Entspannung und Konzentration ins Schwarze treffen. Spannen, entspannen. So einfach ist sie, die mittelalterliche Armbrust, Tells Geschoss. Dessen erinnern sich einmal pro Jahr im Herbst die Kinder in Thun, wenn sie am sogenannten Fuhle Hung, dem faulen Hund, zum Armbrustschießen antreten. Rund 100 Buben und Mädchen versuchen, über die Köpfe der Zuschauer hinweg, Gessler, den Tyrannen, ins Herz zu treffen. Ob dies gelungen ist, kontrolliert mit scharfem Blick Wilhelm Tell mit seinem Buben Walter. Dazwischen unterhält der Fuhle Hung die Anwesenden. Im alten China kannte man die Armbrust schon als Waffe. Im Alpenraum diente sie im Mittelalter als Jagdinstrument. Aber in der Schweiz wurde sie im 13. Jahrhundert zum Symbol. Zum Symbol der Freiheit. Damals legte Tell selber Hand an, 1291, als Gessler durch die hohle Gasse kam. Das ist Tells Geschoss. Heute ist das Armbrustschießen ein Hochleistungssport, bei dem zuerst einmal die körperliche und geistige Vorbereitung zählt. Es braucht Geduld und Leidenschaft, Entspannung und Konzentration.
Die Entspannung kann ich erstens mit diesen Dehnübungen herbeiführen und zweitens mit der Atemtechnik. Also ich kann die Atmung steuern, damit ich den Puls im Griff habe. Die Ausrüstung dient der Stabilität des Körpers und der Konzentration auf den Schuss. Die beiden besten Schweizer Armbrustschützen bereiten sich auch sorgfältig vor, wenn sie trainieren. Ihre Armbrust ist heute zum Teil aus hochwertigem Natur- und Kunststoff gefertigt. Sie wiegt gut 6,5 Kilo. Der Körper allein muss dieses Gewicht ruhig halten. Monika Zahnt aus Frutigen ist Weltrekordhalterin. Von möglichen 600 Punkten hat sie 598 erzielt. Im 30-Meter-Schießen, stehend und kniend. Die Schwierigkeit ist, ins Zentrum zu treffen, wobei der ganze Körper sich natürlich nicht gerade schön stillhält. Ich muss die Balance finden, meine innere Ruhe finden und auch den richtigen Zeitpunkt finden für den Pfeilabschuss. Bein- und Rückenmuskeln sind gespannt. Der rechte Arm muss aber locker sein, sonst fließt der Schießbefehl vom Kopf zum Abzug unpräzis. Ich gehe in den Anschlag, kontrolliere den inneren Anschlag, das heißt eben die Spannung meiner Muskeln. Und wenn das stimmt, kontrolliere ich den äußeren Anschlag, das ist das Zielbild. Und während des Zielens steht meine Atmung still, bis der Schuss ausgelöst ist. Allerdings darf der Atem höchstens 8 Sekunden angehalten werden. Danach wird der Blick unscharf und der Körper unruhig. Der Pfeil fliegt einen Bogen, rund 200 Stundenkilometer schnell. Er ist leicht, darum zählt auch der Wind. Es gibt die Kategorie 30 Meter, wie hier in Frutigen, und 10 Meter in einer Halle. Der elektronische Abzug in der Armbrust ist das Markenzeichen von Winzeler Zürich, einem der beiden renommierten Schweizer Armbrusthersteller. Der elektronische Abzug ermöglicht natürlich eine präzise Schussabgabe. War bei Tells Armbrust die Sehne aus Hanf geflochten, wird sie heute aus Kunststoff hergestellt. Je leichter die Sehne, umso mehr Energie geht in den Pfeil. Rund 200 Armbrüste stellt Winzeler pro Jahr her. Sie kosten um 4.000 Franken. Er rüstet damit Weltklasse-Schützen aus, vorab Deutsche, Franzosen, Österreicher und Schweizer. Neu in die Elite sind jetzt auch Osteuropäer aufgestiegen. Während der großen Meisterschaften wird jeweils eine Werkstatt installiert, um zu reparieren und die Neuerungen anzupreisen. Eine besondere Spannung herrscht bei der Europameisterschaft der Junioren im 10 Meter. 75 Sekunden Zeit haben sie für den Schuss. Und dies 10-mal. Während hier vor allem die Konzentration zählt, ist es beim Gesslerschießen vielleicht eher das Glück. Die 14-jährige Tamara Schneider trägt ihre Trophäe nach Hause. Die anderen sichern die Erinnerung daran, dass sie wenigstens an einem Tag in den Fußstapfen des Freiheitshelden Tell gestanden sind. Zauberhafte Figuren aus Schokoladenguss. Hasen aus Schokolade, die an einer Ausstellung im Küsnachter Ortsmuseum gezeigt wurden, wurden aus alten Formen gegossen. Sie stammen aus den Jahren zwischen 1900 und 1970 und widerspiegeln den Zeitgeist und die damalige Mode. Schokoladeguss ist eine Kunst. So schöne Exemplare findet man äußerst selten. Die Herstellung ist zeitraubend und eine normale Konditorei kann sich den Aufwand nicht leisten. Für Yolanda und Beat Gerber, Bäckerkonditoren aus Zürich, sind Schokoladefiguren Hobby und Leidenschaft. Vor dem Gießen werden mit weißer und schwarzer Schokolade zuerst die Verzierungen in die Form gezeichnet. Das sogenannte Schminken der Figuren ist Yolanda Gerbers Aufgabe. Sie tut es mit Fantasie und viel Liebe zum Detail.
Diese Verzierungen müssen auskühlen und trocknen, damit sie nicht mit der nächsten Schicht zerfließen. Erst dann wird mit heller Schokolade ausgepinselt. Auch diese Schicht ruht wieder eine Weile. Für eine Figur rechnet man rund eine Stunde Arbeit. Das lohnt sich finanziell natürlich nicht, aber das ist auch nicht das Ziel. Auf diese Art können wir zeigen, was eigentlich unser Beruf umfasst, was dazugehört. Im Alltag geht das viel verloren. Im Alltag kommt zuerst immer die Produktion, der Umsatz, die Bestellungen. Das Liebliche geht verloren. Dabei ist das genauso wichtig. Die Gerbers sammeln alte Gussformen, aber nur solche, die sich gießen lassen. Wenn eine Form nicht funktioniert, ist sie wertlos. Manche sind besonders schwierig. Umso größer ist die Freude, wenn die Figur beim 10. Mal intakt aus der Form kommt. Außergewöhnlich bei diesen Figuren ist der Glanz. Sie wirken wie lackiert, aber auch das ist Resultat eines großen Fachwissens. Gut, Öle glänzt eigentlich immer, wenn man sie richtig behandelt. Das heißt, man beginnt mit dem Aufwärmen auf 45 Grad, kühlt sie ab auf 28 und geht dann wieder rauf auf 32 Grad. Und jetzt gibt es einen Spielraum. Und irgendwann kommt man so weit, dass das dann wirklich super glänzt oder es geht dann über und misslingt. Diesen Punkt muss man ein bisschen kennenlernen. Wenn auch die dünne Schicht Kuvertüre getrocknet ist, wird die flüssige Schokolade in die Form gegossen und wieder ausgeklopft. Die Figuren sind innen hohl. Beat Gerber hört beim Ausklopfen, wann der richtige Moment da ist und er die Figur stehen lassen kann. Schokolade zieht sich beim Abkühlen ein bisschen zusammen. Darum löst sich die Figur aus der Form. Das Öffnen ist immer ein spannender Moment. Vorher weiß man nie, ob eine Figur gelungen ist. Es klemmt noch nicht, jetzt ist schön. Oh, das Gesicht ist nicht so. Das Gesicht ist kaputt. Ja. Wenn die Form ganz rauskommt, Freude. Und wenn sie nicht ganz rauskommt, warum nicht? Wird sofort analysiert, warum ist es nicht gegangen, was machen wir jetzt sofort anders? Und beginnen Sie von vorn. Die Gerbers gießen die süßen Kunstwerke auch auf Bestellung. Falls sie dafür Zeit haben, denn die Figuren, die man gar nicht zu essen wagt, sind sehr begehrt.